Es ist teilweise haarsträubend, wie Schulen im deutschsprachigen Raum in Bezug auf die Digitalisierung versagen. Es ist aber noch viel bedenklicher, welch wichtige Themen gerade in Bezug auf Sicherheit und Medienkompetenz da auf fahrlässige Art und Weise vernachlässigt werden. Und das kann richtig fatale Folgen haben, wie einige Fälle im deutschsprachigen Raum in der letzten Zeit gezeigt haben. Hier zeige ich dir, was dein Kind dringend und am besten noch heute erfahren sollte. Und wenn das nicht von der Schule geschieht, dann unbedingt durch dich. Ein digitales Willkommen, ich bin der Ben und die tragische Folge dieser Vernachlässigung haben wir in einigen Fällen der letzten Jahre im deutschsprachigen Raum gesehen, so wie zum Beispiel dem Eileen-Mord wegen Cyber-Grooming oder dem Luise-Mord wegen Cyber-Mobbing. Da gibt es auch noch ganz viele weitere Beispiele, die ich da kenne aus Zusammenarbeit mit Eltern oder Institutionen und Schulen. Aber ja, alles mal der Reihe nach und hier ohne Panik zu schieben oder so. Worum geht es hier eigentlich und was müssen Eltern ihren Kindern da ganz konkret beibringen? Konkret geht es hier um drei Hauptbereiche der Mediennutzung von Kindern, die da betroffen sind. Das ist die Sicherheit, die Nutzungskompetenz und die sozialen Kompetenzen. Alles Teilbereiche einer gesunden Medienkompetenz. Und das klingt jetzt alles vielleicht ein wenig kompliziert für dich. Deswegen ganz einfach, gehen wir das Ganze doch einfach mal durch. Im Bereich Sicherheit geht es um die Aufklärung deines Kindes vor gewissen Gefahren im Online-Bereich, wie zum Beispiel Kettenbriefen, die deinem Kind Angst machen oder Druck ausüben und da in sehr vielen Klassenchats auch herumgeschickt werden. Oder auch Challenges, gerade bekannt aus TikTok-Challenges, da gibt es sehr viele sinnvolle Sachen, aber auch sehr viele destruktive Sachen. Und da sollte dein Kind eben auch darauf sensibilisiert werden, wo es da eben auch gefährlich werden könnte. Oder auch im Bereich Cyber-Grooming, da muss dein Kind wissen, dass es ganz viele Fake-Konten gibt, sei es auf Social Media oder auch in Game-Plattformen, wo Erwachsene versuchen, da an Kinder heranzukommen und intime Informationen oder auch Fotos von diesen zu erlangen. Und da gibt es natürlich noch viele weitere Themen, über die du dein Kind unbedingt aufklären solltest. Und deswegen habe ich hier eine Playlist erstellt mit allen digitalen Gefahren, über die dein Kind aufgeklärt werden sollte. Und du solltest unbedingt diese Playlist mal kurz durchgehen, um sicherzugehen, dass dein Kind wirklich auch Bescheid weiß über diese Themen und auch weiß, wie es sich selbst schützen kann. Denn du kannst von deinem Kind nicht erwarten, dass, wenn es mal betroffen ist von diesen Sachen, dass es dann zu dir kommt und sich da helfen lässt. Umfragen haben da gezeigt, dass Kinder das eben nicht machen, weil sie Angst haben, dass die Eltern da überreagieren und ihnen das Handy wegnehmen. Im Bereich Nutzungskompetenz ist es so, dass EDV und Programmierkenntnisse da teilweise von den Schulen noch gefördert werden, aber gerade zum Beispiel das Editieren von Bildern und Videos oder der gestalterische, kreative Umgang mit den digitalen Medien wird da eher weniger gefördert und leider eben besonders auch wenig gefördert werden da Serious Games oder Outdoor Apps, ja, also verschiedene Nutzungsformen dieser digitalen Medien, dass das Kind lernt, diese digitalen Medien vielfältig für sich zu nutzen und eben nicht umgekehrt. Und dazu arbeite ich übrigens auch mit einem deutschen Unternehmen zusammen, Wegesrand heißen die, und die programmieren solche Serious Games, also Games mit einem Lerncharakter, also die den Kindern etwas beibringen und das auf spielerische Art und Weise, und das macht unglaublich viel Sinn und wird leider viel zu wenig von den Schulen gefördert, und deswegen empfehle ich dir hier in diese Playlist mal reinzuschauen, denn da habe ich dir ja verschiedene Videos gesammelt, in denen ich dir ganz viele sinnvolle digitale Aktivitäten für dein Kind eben vorstelle, und da kannst du dich wunderbar mal inspirieren lassen. Der Bereich soziale Kompetenzen ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, denn ja, wir hauen in die Tastatur teilweise Sachen, die wir einem Gegenüber niemals so ins Gesicht sagen würden. Allerdings ist es so, dass das Gesetz im Online-Bereich genau gleich gilt wie im realen Leben. Und noch viel schlimmer, es ist so, dass im Online-Bereich all diese Sachen ja schriftlich festgehalten werden, die Beweislage also ziemlich klar ist und man somit auch ja gesetzlich auch viel eher belangt werden kann. Und das sollte dein Kind unbedingt wissen und sprechen. Vorsichtig umgehen damit, was es kommentiert oder was es postet, und gerade auch in Bezug auf Klassenchatverhalten oder auch ja in Bezug auf das Thema Cybermobbing sollte dein Kind da sehr bewusst ja umgehen damit, was es da im digitalen Raum schreibt oder auch postet. Aber das geht auch in die Richtung von Bildrechte oder Persönlichkeitsrechte. Dein Kind sollte wissen, dass es auf keinen Fall irgendwie ein Selfie von sich und einem minderjährigen Kollegen, Kollegin da
irgendwo im digitalen Raum posten darf. Auch wenn der Kollege oder die Kollegin damit einverstanden ist, es sollte das Einverständnis der Eltern haben. Und das kann teilweise richtig eklige Folgen haben, weil ja solche Bilder ja, wenn sie einmal online sind, kaum mehr aus diesem Online-Bereich herauszukriegen sind. Und ja, damit kann dein Kind so einfach in so viele Probleme geraten. Und deswegen ist da die Aufklärung so unheimlich wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, dass du weiterhin informiert bleibst zu diesem Thema der Medienerziehung. Und deswegen lass doch hier ein Abo da und mach gleich weiter mit dieser Playlist zu den digitalen Gefahren, die dein Kind dringend kennen sollte. Und vernachlässige dieses Thema nicht so wie die Schule, denn wenn dein Kind die Schule schon nicht hat, dann braucht es dich umso mehr. In dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns hier in einem dieser nächsten Videos. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.